müssen einen Weg zur Oberfläche finden. Wir müssen dieses Hindernis überwinden. Vielleicht ist hier irgendwo eine Konsole vergraben. Pathfinder. Es gibt hier ausgedehnte Reliktsysteme, aber plötzliche tektonische Instabilitäten haben sie einstürzen lassen. Ein Großteil der Infrastruktur wurde dabei begraben. Reliktenergieknoten im Inneren geortet. Na los, durchbrechen Sie den Fels und greifen Sie auf den Energieknoten zu. Jetzt machen Sie schon. Schießen Sie auf den Fels oder so. Wer hätte das gedacht? Das Netzwerk, auf das Sie zugreifen, scheint ein Herstellungssystem zu sein. Herstellung wovon? Relikt-Hardware. Sehr gut. Die Tore öffnen sich. Es ist noch mehr passiert. Ich registriere strukturelle Veränderungen im gesamten Höhlenbereich. Interessant. Dieser Beobachter ist in einem dauerhaften, inaktiven Zustand. Seine Neuralverbindungen sind leer. So wie Pock, als ich die Reliktprotokolle entfernt habe. Keine Programmierung. Seismische Aktivität nimmt zu. Ich orte überall in der Anlage weitere unprogrammierte Beobachter. An einer Ausgabestelle sollten Sie die Möglichkeit haben, sich Ihre Unterstützung zu sichern. Perfekt, dann machen wir das doch. Pathfinder, das hier war eine Produktionsanlage. Das ist der eingestürzte Zugriffspunkt für ein Fließband. Identifizieren sich gegenüber den unprogrammierten Beobachtern auf dem Fließband als Verbündete. Hallo Kleiner, willkommen im Team. Seine Protokolle sind zwar eingeschränkt, aber Sie können ihn mit Hilfe Ihres Scanners anweisen, einfache Aufgaben auf. Ein weiteres Tor. Wir müssen da durch. Sehen Sie mal, über dem Dieser Knoten steuert das Tor. Er ist jedoch inaktiv. Er ist zu hoch, um auf ihn zuzugreifen. Unser neuer Freund weiß, was zu tun ist. Und voilà. Danke, Kumpel. Gehen wir weiter. Großteil dieser Tech ist bereits in seine Grundkomponenten zerlegt. Sehr praktisch. Pathfinder. Callow meldet, er findet keinen sicheren Landeplatz. Abholung möglicherweise unmöglich. Ups. Aber er hat einige kleinere Schiffe geortet, die auf dem Weg zur Oberfläche sind. Freund oder Feind? Unbekannt. Oh, ich kenne dieses Schiff. Calisaria. Empfängst du dieses süße Signal auch? Ach, Kalinda, hau ab! Es gehört mir! Oh. Beeilung! Wir müssen die Signalquelle vor Kalinda erreichen. Vollständig programmierte und aktivierte Mods werden Sie nach wie vor als Feind betrachten.
Vor uns ist noch ein Tor. Halten wir uns von den Bots fern. Vielleicht lassen sie... Okay, schalten wir sie aus. Okay, suchen wir nach einer Möglichkeit, dieses Tor zu öffnen. Pathfinder, diese Konsole steuert das Tor. Dann mal los. Gut, das Tor öffnet sich. Ah, danke, Ryder. Sie haben auch hier oben ein Tor geöffnet. Los, Jungs, wir sind drin. Sie muss auf einem Grat über uns sein. Scheiße, scheiße, scheiße! Alessaria, der beste Weg ist immer der direkte. Wie zum Teufel hast du uns hier gefunden, Kalinda? Du hast offenbar den Sender nicht gefunden, den ich in Pock versteckt habe. Nachlässig. Ta! Oh, diese... Ryder, wir müssen einen Zahn zulegen. Wir müssen darüber zum nächsten Grat. Die Spalte ist zu breit zum Springen. Vielleicht können wir irgendwie diese Antenne weiter ausfahren. Aktives Geschütz. Die Steuerung müsste irgendwo in der Nähe sein. Braves Geschütz. Gib mir Deckung. Pathfinder, Sie müssten mit der Konsole die Antenne ausfahren können. Dann wäre der Sprung möglich. Wow, jede Menge Aktivität. Ich kann den Heck abschließen. Aber sie müssen in der Nähe bleiben. Achtung, Gegner! Ich arbeite daran. Leite Energie von den anderen Bauwerken. Auf Kosten unserer Deckung. Scheiße, wir werden Kalinda nie einholen. Abwehrstellung. Noch mehr Relikte. Achten Sie auf Relikte! Da kommen sie! Jo, sind keine Bots. Ich werde sie töten. Seht ihr das? Die hätten wir. Relikte gesichert. Los! Kalindas Leute auf dem oberen Grat entdeckt. Sie sind... Pathfinder, in diesem Gebiet gibt es eine weitere Ausgabestelle für unprogrammierte Beobachter. Wen kümmert's? Entscheidend ist, dass zwischen uns und der Signalquelle Berge von Gestein liegen. Jetzt sind wir im Geschäft. Die Aktivierung könnte feindselige Relikte anlocken.
noch ein Geschütz. Das wäre doch einen Heck wert, oder? Wir müssen darüber, aber dieser riesige Felsbrocken ist im Weg. Pathfinder, ein Scan des Felsbrockens wird Ihnen helfen, eine mögliche Vorgehensweise zu ermitteln. Der Fels ist zu kompakt für unsere Waffen, aber da ist ein tiefer Riss, den der Strahl eines Beobachters vielleicht weiten könnte. Okay, benutzen Sie die Konsole, die Sie gefunden haben, um einen Bot zu rufen. Hat einen verbündeten Beobachter bestellt? Sam hatte recht. Wir kriegen es mit Unmengen wütender Bots zu tun. Zumindest kämpft unser neuer Freund für uns. Pathfinder, das Interfacing verstärkt die tektonische Aktivität. Das Gebiet wird zunehmend instabil. Na los, scannen wir den Riss in dem Felsbrocken, damit der Beobachter ihn angreift. Beobachter zur Rettung. Okay, rüber jetzt und rauf auf den Grat. Sie dürfen nicht reinkommen. Dreifacher Anteil für den, der mir ihre Implantate bringt. Mann, ich hasse sie. Wir müssen ihr folgen. Dagegen könnten ihre Arschlöcher etwas haben. Schalten Sie sie aus. Scheiße, was hat sie vor? Granite ist der gesetzlose Kroganer, dem wir ständig begegnen. Und wie es aussieht, werden wir nochmal auf ihn treffen. Macht's gut, ihr Loser! Nein, nein, nein! Kalinda hat den Weg versperrt! Ihre letzte Stunde hat geschlagen! Pathfinder! Noch mehr Arschlöcher! Guter Schuss! Ich wette, diese Konsole steuert die Ausgabe. Die Konsole hier ruft einen verbündeten Beobachter, der den beschädigten Torknoten reparieren wird. Ein Scan des inaktiven Knotens wird den verbündeten Beobachter dorthin schicken. Um das inaktive Tor zu öffnen, muss der Leitungsknoten repariert werden. Okay, wir sind wieder im Spiel. Wir sind da. Die Signalquelle ist in der nächsten Kammer. Ich orte weitere Ausgabestellen verbündeter Beobachter. Okay, gut zu wissen. Ich kann das Gerät nicht anpeilen. Wir müssen runter in die Höhle. Hübsches Fleckchen für einen Hinterhalt. Witzig. Genau dasselbe habe ich auch gerade gedacht.
Stück. Gib einfach auf. Hier drin ist reine, unverfälschte Programmierungstech. Und du willst sie haben. Also gebe ich auf keinen Fall auf. Scheiße, du hast alle meine Männer besiegt. Wirklich? Nein. Nervig. Schon fertig? Nicht mal annähernd. Aber ich werde danach neue Leute rekrutieren müssen. Wir könnten wirklich Beobachterunterstützung brauchen. Wie wär's, wenn sie eine Konsole hacken und uns Verstärkung beschaffen? Wie du siehst, Kinder, ist es sinnlos. Stille. Das gefällt mir überhaupt nicht. Die Signalquelle ist hinter dem nächsten Anstieg. Dann holen wir sie uns. Ein bisschen spät für einen Beobachter, oder? Da! Hinter dem Lavabecken! Noch ein Energieknoten! Scannen Sie ihn, damit ihn unser verbündeter Beobachter aktivieren kann. Ja, jetzt sind wir im Geschäft. Gehen wir rüber und schnappen uns Kalinda. Kalinda ist schon da. Wir müssen darüber. Das soll wohl ein Witz sein. Wie viele Leute hat sie eigentlich? Gleich hat Kalinda das Gerät. Tschüss, Pibi. Das schaffst du nicht, Kalinda. Du kommst zu spät, Süße. Verdammt! Phoebe, das war eine echt harte Nummer.
Alles klar bei Ihnen? Ich weiß nicht. Können Sie erklären, was da unten passiert ist? Ich meine, Kalinda hat immer nur Ärger gemacht, das ist ja richtig. Aber warum haben Sie mich davon abgehalten, sie zu retten? Ich hatte die Wahl zwischen wichtiger Alien-Technologie und einer lästigen Gesetzlosen, die uns töten wollte. Keine schwere Entscheidung. Ja, das verstehe ich. Und es ist auch ein großartiger Fund. Aber extreme Situationen fördern den wahren Charakter zutage, Ryder. Ich hätte den von Kalinda sehen können. Selbst wenn es nur eine Bestätigung des Offensichtlichen gewesen wäre. Werden Sie damit klarkommen? Ja, irgendwann schon. Keine Sorge. Und bis dahin werde ich mich mit diesem Ding ablenken, okay? Ich hatte recht. Unbenutzte Programmierungstech. Mit etwas Zeit kann ich damit unsere Spezifikationen in Relikt-Hardware hochladen. Eine echte Fusion beider Technologien. Mein erster großer Erfolg in Andromeda. Und den habe ich Ihnen zu verdanken. Wir haben da noch eine kleine buchhalterische Frage zu klären. Ach, verdammt. Ja, die Tempest hat jetzt eine Rettungskapsel weniger. Das wird teuer für mich, oder? Wenn wir das nächste Mal an der Nexus andocken, kaufen Sie eine neue. Sollte das Ihre Mittel übersteigen, arbeiten Sie es mit Überstunden ab. Klar? Hey, ich habe dabei immerhin ein Schlafzimmer verloren. Wie verrechnen wir das? Sagten Sie nicht, Sie können überall schlafen? Oh, Sie verstehen aber auch gar keinen Spaß. Hi, was liegt an? Darauf können Sie wetten. Beginne mit dem Anflug. Forward Orbit ist stabil. Nähern uns der LZ.
Das ist Techix. Zumindest laut meiner Karte. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären hier draußen stationiert. Das muss schrecklich einsam sein. Das muss der Arbeitsplatz von diesem Dr. Aiden sein, hinter dem der STG-Agent her ist. Dämliche Maschinen versauen mir das Geschäft. Mal sehen, was uns ein Scan verrät. Verkaufen Sie. Ich handle mit kleinen Annehmlichkeiten. Nichts, was für Sie von Wert wäre. Flüchtlinge, die alles mitgenommen haben, was sie trinken. Ich weiß, okay? Ich hätte Sarissa nicht vertrauen sollen. Ich hätte mich daran erinnern müssen, dass sie genauso fehlbar ist wie ich. Hab ich aber nicht. Zufrieden? Ich wäre zufriedener, wenn sie erstmal irgendwas erschießen. Ich auch. Mal sehen, was der Scanner gibt. Mal sehen, was der Scanner gibt. Agent recht hatte, war dieser Cat Dr. Aidens Kontakt. Einer weniger! Mal sehen, was der Scanner gibt.
Phoebe hat nach ihnen gesucht. Hey, Phoebe. Vergessen Sie nicht, was Sie sagen wollten. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin gleich wieder da. Hallo. Keine Sorge, ich überfalle Sie nicht mit irgendwas Blödem. Obwohl, vielleicht finden Sie es ja doch blöd. Aber egal. Also, Sie und Ihr Team sind wie Pilze. Wissen Sie das? Sie sehen komisch aus, riechen komisch und wachsen an den merkwürdigsten Orten. Und irgendwie haben Sie Ihre Wurzeln in mein... Oh, das klingt so kitschig. Herz geschlagen. Ich nehme das hier auf, damit Sie es mir, wenn ich unruhig werde, und das werde ich, vorspielen können, wie ein ganz ruhig PB-Joker. Also, wenn Sie irgendwas für die Nachwelt festhalten wollen, sagen Sie es nach dem Piep. Oh, und kommen Sie dann in den Meetingraum, okay? Piep. Willkommen im Team, PB. Schön, dass Sie sich entschieden haben, hier zu bleiben. Also, der Grund, warum ich Sie alle sprechen wollte... Oh, oh, haben Sie gemeutert und Ryder über Bord geworfen? Ah, Pech gehabt. Sie ist gerade aufgetaucht. Sie hat mich tatsächlich überfallen, aber ich habe überlebt. Kein Opfer, kein Verbrechen, richtig? Was ich sagen wollte, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber seit ich hier bin, stehe ich ständig vor dem Absprung. Und, naja, damit ist es jetzt vorbei. Ich bin stolz und froh, Teil dieses Teams zu sein, dieser Familie. Und das war's auch schon. Okay. Das hat ja ganz schön gedauert, Kleine. Ja, Sie sind eine von uns, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Toll. Also bei mir herrscht das totale Chaos. Wer hilft mir beim Aufräumen? Ich glaube, ich habe den Herd angelassen. Ich mache gerade Eis. Bei den Angara ist heute Feiertag. Ich habe noch jede Menge Berichte zu schreiben. Ich helfe Liam mit dem Eis. Aber... Der Hammer. Ein Kolonist auf Kedara behauptet, er habe ein Asari-Remake der Sieben Samurai. Ich glaube, das ist nur eine Verarschung mit umgeschnittenen Trailern. Aber sicher ist das natürlich nicht. Oh, Jägerinnen. Nein, das ist brandneu. Alles echte Aufnahmen. Allerdings keine echten Asari. Was? Wie konnte ich das verpassen? Sie waren wahrscheinlich in den falschen Bereichen des Extranets. Klingt nach Nischenprogramm. Hi, ich wollte nur mal vorbeischauen. Alles klar, was gibt's? Darauf können Sie wetten. Vault Orbit ist stabil.
William Spender, der stellvertretende Direktor der Kolonialverwaltung, wurde des Diebstahls von Vorräten der Nexus überführt und entlassen. Spender befindet sich derzeit in Gewahrsam und wartet auf die Verkündung des Strafmaßes. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Die Arche Passero meldet, dass die Protokolle zur Stase-Aufhebung jetzt... Ah, Ryder. Nehmen Sie Platz. Danach wurden die Cat nervös. Ich habe eine Weile gebraucht, um zurückzukommen. Die Vorstellung, dass Salarianer rausfinden, was es mit dem Aufstieg auf sich hat, lässt sie bestimmt nachts nicht schlafen. Das will ich hoffen. Es ist bestimmt überaus befriedigend, den Cat ihre Arroganz aus dem Gesicht zu wischen. Ihre Sternenkarten waren übrigens sehr hilfreich. Gern geschehen. Mit unserer Kartografierung der Geißel und Ryders Gewölbedaten werden den Cat bald die Schlupflöcher ausgehen. Ich schicke Ihnen, was wir aktuell haben. Ich nehme auch eine Kopie. Jede Erweiterung des Suchrasters ist sinnvoll. Jagen Sie immer noch Stase-Kapseln nach? Und wir finden welche. Es macht einen gewaltigen Unterschied, wenn man eine Partner-KI hat. Ich werde einen Nachfolger ausbilden und einen Weg finden müssen, ihn auf all das vorzubereiten. Es ist besser, wenn man seine Flügel erst beim Fliegen entdeckt. Hat bei uns ja auch funktioniert, oder? Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, was für eine Art Pathfinder man ist. Stimmt wohl. In der Zwischenzeit müssen wir uns um eine ernste Angelegenheit kümmern. Der erste in Andromeda abgefüllte Jahrgang ist als Geschenk angekommen. Zum Glück habe ich meinen Flachmann dabei. Verdammt, riecht das gut. Da wir gerade einen Augenblick für uns haben, wollen wir anstoßen? Auf unsere Crews, unsere Sams und auf uns. Mögen wir immer unseren Weg nach Hause finden. Arche Lucinia meldet, dass die Protokolle zur Stase-Aufhebung jetzt durchgeführt werden. Ryder, schön, Sie zu sehen. Wie ich höre, unterstützen Sie Major Salen Warren bei seinen Ermittlungen gegen Dr. Aiden. Sie kennen Salen? Ich bin ihm ein, zweimal begegnet. Ein bemerkenswerter Agent, trotz seines Alters. Leider bin ich bei meinen Versuchen, ihm zu helfen, in eine Sackgasse geraten. Was halten Sie von Salens Theorie, jemand hätte Ihr Volk verraten? Anfangs fand ich sie einfach nur ungeheuerlich. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Sinn ergibt sie. Ich wollte die Anführer der Arche um Hilfe bitten, diejenigen, die zuerst geweckt wurden. Aber sie waren entweder beschäftigt, nutzlos oder beides. Es ist also vielleicht an der Zeit, ein wenig kreativ zu werden. Hey, wenn wir nicht die Regeln brechen, wer dann? Einer der Archenoffiziere, die früher geweckt wurden, Rand Lon, hat hier eine Wohnung. Falls er zu beschäftigt ist, um Ihnen zu helfen, könnten Sie ja vielleicht ein paar unauffällige Scans durchführen. Wer weiß, was Sie dabei herausfinden. An die Wartungscrews, bitte melden Sie sich im öffentlichen... Klingt, als wäre unser Erlebnis ein Picknick gewesen, im Vergleich zu dem, was die Salarianer durchgemacht haben. Raker ist entschlossen, dem Aufstieg ein Ende zu setzen. Und von mir bekommt sie jede Kugel, die ich entbehren kann. Ah, Ryder, meine Heldin. Wir Salarianer haben einen harten Weg vor uns. Es ist schwer, nach dem Erwachen so einen Verlust zu verarbeiten. Aber wir sind nicht die Ersten. Nur ein Volk von vielen. Haben Sie etwas auf dem Herzen? Wie läuft es mit der Gewöhnung Ihres Volkes an das Leben hier? Wir sind belastbar. Unsere Lebenserwartung ist gering. Darum haben wir eine eingebaute Energie, die uns jede Minute optimal nutzen lässt. Viele von uns kümmern sich darum, unseren Nachwuchs zu sichern und suchen nach Gelegenheiten, Welten zu besiedeln. Ich habe einige ausgewählte Teams, die die Cat studieren. Je mehr wir über den Feind wissen, desto besser sind wir vorbereitet, was auch immer er uns als Nächstes schickt. Wie sind Sie bei der Initiative gelandet? Ich wurde in der Milchstraße berühmt, weil ich einen Weg gefunden hatte, die Biodiversität auf meiner Heimatwelt wiederherzustellen. Wir wussten seit Jahrzehnten, der Planet würde uns schon bald nicht mehr versorgen können. Deshalb wurde ich so etwas wie eine Heldin. Meine Arbeit erregte die Aufmerksamkeit ihres Vaters und er, wie soll ich sagen, ließ seinen Charme spielen, um mich für die Initiative zu gewinnen. Ach, wirklich? Ihr Vater konnte sehr charmant sein, wenn er wollte.
Was erstreben Sie? Für sich selbst, meine ich. Für mich selbst? Ich wollte immer nur Klarheit. Ich verbringe viel Zeit damit, in den Spiegel zu sehen und versuche dabei, mich selbst zu verstehen. Manche mögen das narzisstisch finden, aber wenn ich mich selbst kenne, kann ich im entscheidenden Moment wahrhaftig sein und muss mich kaum noch hinterfragen. Letztlich ist meine Motivation, ein Leben ohne Reue zu führen. Und ich bin dem schon recht nahe gekommen. Was können Sie mir über meinen Vater erzählen? Er war ein Freund. Und was er mit mir geteilt hat, war vertraulich. Aber ich kann Ihnen sagen, dass der Alec Ryder, den er der Welt gezeigt hat, nur ein kleiner Teil des Ganzen war. Er glaubte, er müsse als Anführer totales Selbstbewusstsein ausstrahlen. Mit mir teilte er seine Ängste und Zweifel. Oder zumindest einige davon. Ich empfand das als großes Kompliment. Geht es Captain Hager gut? Hager trainiert dafür, mein Nachfolger zu werden, falls oder wenn es erforderlich wird. Wir haben während unserer Gefangenschaft viele Anführer verloren. Es sind einige Posten offen, die besetzt werden müssen. Hager ist ein engagierter Offizier. Für ihn gibt es keine Grenzen. Er würde einen starken Pathfinder abgeben. Sie erwägen aber nicht, uns zu verlassen, oder? Natürlich nicht. Aber das Leben ist ein Balanceakt und an jeder Ecke lauern Stolpersteine. Je besser er vorbereitet ist, desto problemloser verläuft der Übergang. War nett, mit Ihnen zu reden, Riker. Ich stehe zu Ihrer Verfügung, Ryder. Es ist also offiziell? Sie sind jetzt Mitglied in unserem kleinen Club. Ich weiß, ich habe gezögert. Aber die Entscheidung war richtig. Danke für den Tritt in den Hintern. Jederzeit. Ich trete gerne anderen in den Hintern. Das habe ich schon gehört. Von wem? Von allen. Konnten Sie schon andere Überlebende von der Nathanus finden? Wir haben erst gestern eine neue Gruppe hergebracht. Es werden immer noch viel zu viele vermisst, aber wir machen Fortschritte. Ich werde die Augen offen halten. Danke, Ryder. Das weiß ich zu schätzen. Wie gefällt Ihnen das Leben auf der Nexus? Gut. Fließendes Wasser und eine vernünftige Verpflegung haben schon was für sich. Man merkt natürlich, dass der Aufstand die Leute noch immer belastet, aber verglichen mit Haval fühlt es sich hier beinahe normal an. Also, wie gefällt Ihnen Ihr neuer Posten? Ich bin's nicht gewohnt, dass die Leute mein Handeln hinterfragen, aber ich mag die Herausforderung. Mehr als ich gedacht hätte. Bedauern Sie irgendwas? Nur, dass Mason nicht miterlebt, wie ich gegenüber Tan den Diplomaten spiele. Damals in der Milchstraße hätte ich diesem Wurm Vernunft eingeprügelt. Jetzt gebrauche ich Worte. Ich bin ein geläuterter Mann. Pathfinder und Spectre. Wie fällt da der Vergleich aus? Es sind zwei völlig verschiedene Dinge. Als Spectre habe ich im Schatten operiert, bekam nur die Infos, die ich unbedingt brauchte. Hier sind alle Augen auf mich gerichtet. Sie sehen zu mir auf. Es gibt keine Geheimnisse. Was ist Ihnen lieber? Ein Spectre zu sein war einfacher. Aber die Aufgabe als Pathfinder ist lohnender. Wie geht es Ihnen seit H047C? Gut, alles in Ordnung. Falls Sie je über Mason reden wollen, wissen Sie, wo Sie mich finden. Danke, Ryder, wirklich. Aber ich bin einfach noch nicht so weit. Es war nett, Sie wiederzusehen, Avertus. Passen Sie da draußen auf sich auf. Hey, Ryder. Wie läuft es mit der Arche Lucinia? Die Asari scheinen einfach nur glücklich darüber zu sein, dass sie noch leben. Ryder, nichts für ungut, okay? Meridian mag verlockend sein, aber wir müssen uns von der Vorsicht leiten lassen. Direktor, als Pathfinder gehört es zu meinem Job, Risiken einzugehen. Meridian ist unsere Chance, eine Heimat zu finden. Was soll daneben noch wichtig sein? Massaker im großen Stil durch die Kett zu verhindern, zum Beispiel. Das kann ohnehin passieren. Es ist das Risiko wert. Das sieht die Führungsriege anders. Unsere Entscheidung ist endgültig. Haben Sie noch weitere Anliegen? Das wäre alles. Danke. Es war mir... Erinnerungen
das gesamte Personal. Die eingeteilten Überstunden gelten weiter. Schön, Sie wiederzusehen. Achtung, aus den Hydrokulturen wird sie... Sie haben mir einen Platz auf der Versetzungsliste für einen Aufenthalt angeboten. Aber der war nicht. Memo an Stationsleiterin. Verschlossen. Ich kann das möglicherweise hacken, Pathfinder. Okay, wir sind drin. Das ist definitiv die Wohnung, von der Raker gesprochen hat. Passwort geschützt. Kannst du mir mal helfen, Sam? Zugriff erfolgt. Sie enthält Finanzberichte und persönliche Aufzeichnungen. Die EM-Signatur weist allerdings darauf hin, dass vor kurzem eine Datensäuberung durchgeführt wurde. Frisch gesaugt. Es sind noch Spuren von Staub vorhanden. Angesichts der Strahlungswerte der Geißel müssen sie von einer weit abgelegenen Welt stammen. Also war Rantlon auf einer? Oder jemand, der sich in seiner Wohnung aufgehalten hat? Sie wurde vor kurzem gegossen. An einem der Blätter haftet eine Faser. Sie weist Spuren von Novitamin auf. Ist das eine Droge? Ein Neuroblocker, der in einigen Exemplaren der Flora Andromedas vorkommt. Diese Pflanze zählt allerdings nicht dazu. Okay, irgendwas ist hier faul. Sam, kannst du rausfinden, von welchem Planeten der Staub auf dem Boden stammt? Ich habe eine mögliche Welt identifiziert. Es gibt keine Aufzeichnungen über offizielle Reisen dorthin. Sobald wir im Orbit sind, kann ich einen Navpunkt ermitteln. Was machen Sie in meiner Wohnung? Sie müssen Rantlon sein. Und Sie? Hey, Sie sind doch diejenige, die unsere Arche gerettet hat. Was machen Sie hier? Mein Fehler. Ich besuche hier einen Freund und diese Türen sehen alle gleich aus. Sie sind eindeutig nicht versehentlich hier. Also erklären Sie mir jetzt bitte, wieso Sie hier eingebrochen sind. Ansonsten muss ich die Miliz über diesen Vorfall informieren. Erklären Sie mir erstmal, wieso Ihre Konsole gesäubert wurde und warum es hier drin Spuren eines Neuroblockers gibt. Vermutlich, weil ich in den Labors war und einen Spannungsstoß abbekommen habe. Soll ich Ihnen auch meine Herzmedikamente erklären? Meine klaren Zeichen? Sie klingen genau wie... Oh, Moment mal.
Haben Sie sich etwa in einen von Salen Varns kleinen Kreuzzügen hineinziehen lassen? Was soll das heißen? Ich verbreite keine Gerüchte. Sie können gehen, aber ich an Ihrer Stelle würde in Zukunft nicht mehr auf Salens Rat hin in fremde Wohnungen einbrechen. Was für Gerüchte? Wenn ich in die Irre geführt wurde, sollte ich wissen, was man sich so erzählt. Der Major ist brillant, aber er war einfach zu lange bei der STG. Seit er wach ist, nervt er uns mit seinen Verschwörungen. Das kommt bei ehemaligen Agenten oft vor. Sie finden sich in einer Welt ohne Spionage einfach nicht zurecht. Ich verstehe. Ich sag Ihnen was. Wir vergessen einfach, dass das hier je passiert ist. Dem Major zuliebe. Auf Wiedersehen, Pathfinder. Du weißt, zu welchem Planeten wir müssen, Sam? Pathfinder?